Aber so einen richtigen Heilzauber? Ah, reinigendes Licht. Heb Flüche auf und heilen. Jo. Benötigt mindestens Stufe Experte in Lichtmagie. Oh, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Auferwecken. Aber ja, sehr schön. Ich bin doch verwundert, dass es jetzt schon so viele Zaubersprüche sind. Das macht ja schon fast weg, dass wir fast keine Sachen tragen können. Also, ne, Inventarplätze. Kommt bei mir auf die Minusliste. Da hätten sie nicht so viel streichen müssen. Oh, wer bist denn du? Ritter Christian. Willkommen an Bord der Seefalke. Was kann ich für euch tun? Wir können Klatsch und Tratsch abholen. Was schon mal ein Positivpunkt wäre. Dass man einfach so mit NPCs reden kann. Reden wir mal mit ihm. Herzogin Irina hat viele Kontakte im Lotusreich. Man betrachtet sie dort als eine der ihren. Seit ihrer Machtergreifung hat das Wolfherzogtum viele Handelswege zu den Naga und freien Städten im fernen Osten, wie zum Beispiel Hammerfall, geöffnet. Der maritime Handel floriert unter ihrer Herrschaft. Okay, das ist jetzt unbedingt nicht so wichtig, aber es ist Hintergrundwissen. Und für Leute, die das mögen, ist es immer schön, wenn sowas eingebaut ist. Also fetter Pluspunkt, wenn das denn bestehen bleibt bei allen NPCs. Können wir jetzt nochmal raufklicken und kriegen einen anderen Text? Nee, leider nicht. Okay. Wir könnten nach Katal reisen oder zur Klippe. Ernsthaft? Das probiere ich, glaube ich, gleich mal aus. Denn wenn wir jetzt schon die Möglichkeit hätten, irgendwo anders hinzureisen, dann wäre das Spiel nicht linear. Und Licht nicht linear ist schon mal recht schön. Okay, wir würden einfach gerne mal zur Klippe reisen. Haha, der war nicht schlecht. Augenblick, ihr meint das ernst? Falls ihr noch nicht wisst, die Klippe ist eine Piratenstadt. Ich steuere mein Schiff auf keinen Fall auf die Nähe des Ortes. Okay. Katal? Anscheinend lassen die Rebellen keine Schiffe mehr in den Hafen von Katal einfahren. Also liegt mein Schiff und ich einstweilen hier fest. Ah, schade. Na, das behalte ich im Auge. Also ich hoffe, dass wir jetzt wirklich ein paar Entscheidungsfreiheiten haben und nicht nach und nach irgendwas abgehen müssen. Das wäre echt schade. Weil gerade das fand ich bei Teil 6 und 7 von Might & Magic so toll. Und auch bei World of Xeen, also 4 und 5. Dass man recht früh einfach in andere Gebiete gehen konnte. Man hat dann ganz schön einen auf den Deckel bekommen und ist dann wieder zurückgegangen, aber man hatte trotzdem die Chance. Und wenn man gut genug ausgerüstet war, konnte man sich so schneller an schwerere Sachen ranwagen. Aber ja, ich nehme wieder viel zu weit vorweg. Soweit bin ich mit der Bewegung vollkommen zufrieden. Ist halt tile-based. Wir gehen Schritt für Schritt vor. Haben hier eine schöne Minimap, die automatisch gezeichnet wird. Und diese weißen Punkte sind auch in der Liste von Ubisoft mit drin. Also später wird dann hier ein Symbol sein für Hafen. Hier wird ein Symbol sein für NPC. Das werden keine weißen Punkte bleiben. Hm, ja. Okay, dann sprechen wir doch mal. Ah, er spricht uns schon an. Okay. Ah, neue Gesichter, sehr gut. Ich nehme an, ihr seid heute Morgen eingetroffen. Mit diesem Schiff aus dem Osten. Willkommen, Sorpigal am Meer. Ihr seid doch gewiss Abenteurer, oder nicht? Und ihr seid? Wie unhöflich von mir. Ich heiße Dunstan. Ich war auch mal Abenteurer, aber ich habe mich zur Ruhe gesetzt. okay. Dann werdet ihr hier noch sehr häufig hören. Sorpigal ist die Art absolut langweiliger und sonniger Ort, wo Helden ihre Tage verbringen. Ihre alten Tage. Wenn sie der endlosen Kriege und Abenteuer überdrüssig sind. Okay, wir müssen aber trotzdem nach Katal. Ich nehme an, die Nacht über die aktuelle Lage hat den Rest der Welt noch nicht erreicht. Niemand kommt aus Katal herein oder heraus. Aus gutem Bericht der Quelle weiß ich, dass Rebellen die Stadt übernommen haben. Sie haben die Tore und den Hafen gesperrt, während sich eine neue Regierung einsetzen. Auftragssuche? Oh, sehr geil. Das ist schon mal ein dicker Pluspunkt. Der Soundeffekt. Manch einer von euch mag ihn erkannt haben. Aber das ist ein Soundeffekt gewesen aus Might & Magic 6 und 7, glaube ich. Und genau solche kleinen Details machen das Ganze dann auch wirklich zu einer Legacy, würde ich sagen. Schön. Ich hoffe, davon kommt noch mehr. Ihr wollt auch etwas Geld verdienen und einen Namen machen, wie? Dann solltet ihr zur Stadtgarnison gehen und nach Hauptmann Maximus fragen. Ich habe gehört, dass er noch anwirbt. Aber ich vergesse ständig, dass ihr hier noch neu seid. Soll ich ein wenig herumführen?
Ja, warum nicht? Dustin hat sich der Gruppe angeschlossen. Und für mich heißt er jetzt Dustin und nicht Dunstan. Das ist irgendwie einfacher. Also gut, ich begleite euch eine Weile. Wenn ihr uns an einem interessanten Ort nähern, sage ich euch, was ihr darüber wissen müsst. Mietling, da unten ist er. Einige Nichtspielercharaktere können angeworben werden, damit sie die Gruppe begleiten und ihre individuellen Dienste erweisen. Andere mögen sich eurer Gruppe für die Dauer eines bestimmten Auftrags anschließen wollen. Ihr könnt immer nur höchstens zwei Begleiter haben, also ja, da und da. Aber ihr könnt einen Mietling entlassen, damit sich ein Auftrags-Nichtspielercharakter der Gruppe anschließen kann. Also gut, wenn wir jetzt zwei Mietlinge haben, zoppelt der eine macht, dass wir mehr Gold bekommen, der andere, dass wir mehr Erfahrungspunkte bekommen, und wir kriegen dann einen NPC, der wichtig ist für eine Quest, können wir einen davon rausschmeißen. Und das mit dem Gold und Erfahrungspunkte habe ich ebenfalls aus einem anderen Mighty Magic Teil. Oder aus mehreren. Es war halt so gang und gäbe, dass man sich da Leute zusammensuchen konnte, je nachdem, was man gerade machen wollte mit der Gruppe. Aber gut. Jetzt haben wir wohl anscheinend etwas Bewegungsfreiheit, das ist schon mal gut. Lauf einfach mal ein bisschen rum und gucken, wie die Bewegung so ist. Es ist noch ein wenig holprig. Aber das geht. Können wir mit dir sprechen? Nee, du bist nur Deko. Okay. Können wir beim Schild vielleicht? Nö. Okay, also rein in die Stadt. Laut Minimap geht's hier durch. Ja, das sieht doch gleich viel offener aus. Sehr schön. Also ja. Oh. Da wären wir, die Garnisonskaserne der Stadt. Maximus sollte hier irgendwo sein. Ich gehe jedenfalls nicht mit hinein. Ich bin nicht unbedingt gesetzestreu, versteht ihr? Okay. Aber ja, was ich gerade sagen wollte. Das sieht schon mal eher so aus, als wenn wir ein bisschen mehr Freiheit hätten. Und das ist auch gut so. Können wir hier rein? Nein. Ah, wahrscheinlich können wir auch nur da rein, wo die Punkte sind. Was haben wir hier? Buch nehmen. Geschichte von Gartal mitgenommen. Und der Soundeffekt war ebenfalls ein alter Soundeffekt. Und zwar der, den man bekommen hat, wenn man Kisten geöffnet hat. Oh. So weit im Süden begegnet man nicht vielen Zwergen. Offenbar hatten die Langbärte früher einen Außenposten in den Bergen im Norden von hier, sodass einige von ihnen noch auf der Halbinsel leben. Ich weiß aber nicht, ob das auch auf Tormund zutrifft. Also den Schmied? Sieht schmiedeartig aus. Jedenfalls ist er ziemlich guter Rüstmeister und er sollte euch seine Arbeiten ansehen, bevor ihr weiterzieht. Okay. Space, eintreten. Und warte mal. Ja, hier ist ein weißer Punkt. Okay. Oh, sehr schön. Also ja. Das haben die auf jeden Fall gut gemacht. Also diese Anspielungen an ältere Titel. Also sie beruhen sich zwar von der Wirkung her und so weiter auf 4, 5. Also eigentlich auf 1 bis 5, aber die ersten drei Teile hat fast keiner gespielt. Außer es war halt die damalige Generation. Aber wenn man so heutzutage mit der Mighty Magic Reihe anfangen will, den kann ich echt nur 4 plus empfehlen. Das ist schon wesentlich angenehmer. Aber ja, da sah man auch immer diese Shops mit einem Typen da stehen und seiner Ware im Hintergrund. Willkommen in meiner bescheidenen Werkstatt. Ihr seid auf der Suche nach Rüstung und Schild. Ja, sind wir. Und wir können hier auch Ausbildung holen. Okay, das gab es ebenfalls. Aber es gab auch Gilden, wo man trainieren konnte. Also Skills. Da muss man die Augen offen halten. Ob es diese Gilden noch gibt oder ob man es jetzt alles beim Händler macht. Wir könnten wieder Klatsch und Tratsch abholen, was immer noch eine schöne Sache ist, aber brauchen wir nicht unbedingt. Also durchsuchen wir einfach mal die Waren. Mittelschwere Rüstung, schwere Rüstung, Schilde, Helme, ich habe alles. Waren ansehen. Magiersandalen, och nö. Eisenhelm klingt schon mal gut. Lederfäustlinge, Faustschild. Und das Grüne ist magisches Equipment, hm? Ja. Plus ein Widerstand gegen Lichtmagie. Klingt jetzt nicht so wirklich überragend. Die Auswahl ist auch ziemlich gering. Genau. Wir nehmen mal einen Eisenhelm mit. Danke. Tschüss. Und da geht's raus. So, Trick.
Tiriges mich Nucky da, ey. Und Helm auf. Okay, erster Negativpunkt, was das Inventar angeht. Nee, zweiter Negativpunkt. Der erste war, dass es zu wenig Slots sind. Der zweite, das Paper Doll. Da stand nirgendwo in meiner Liste, dass das Paper Doll noch angepasst wird. Das sollte es aber auf jeden Fall. Weil gerade das fand ich bei den 6-Plus-Titeln immer mit am interessantesten. Dass man wirklich genau auf dem Körper sah, wie die Rüstung war. Also wenn er jetzt den Helm aufzieht, dass man wirklich den Helm sieht auf dem Kopf. Das finde ich ein wenig schade. Aber ich hoffe mal, das wird noch eingefügt. Also ja, du hast jetzt einen Helm, sonst gar nichts. Obwohl, eigentlich sollte der Barbar das wieder bekommen, weil er nicht so viel aushält. Wie viele Lebenspunkte hast du? 107. 152. Ja, du kriegst den Helm. Wo ist der Helm? Da ist der Helm. So, jetzt hast du wenigstens ein bisschen mehr Rüstung. Und wir haben nur noch 100 Gold. Ach, hier oben werden die Quests angezeigt. Was bist du? Du bist nicht der Kompass. Kompass haben wir gar keinen. Also sehen anhand der Minimap, wo was ist, aber... Tag und Nacht. Jedes Mal, wenn ihr auf ein neues Feld zieht, drückt die Zeit im Spiel vor. In der Außenwelt verstreicht bei jedem Schritt mehr Zeit als in Städten und Verliesen. In der Außenwelt könnt ihr bei Tag auf andere Feinde stoßen als auch bei Nacht. Das ist schon mal schön. Was auch suggeriert, dass Feinde respawnen. Also sagen wir mal, es gibt jetzt ein Anfangsgebiet. Wir gehen da rein und bringen alles um. Dann könnten wir später nochmal wiederkommen, in der Nacht oder Tag, je nachdem, was gerade nicht war vorher. Und dann nochmal Gegner töten, um so ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Und was jetzt hier? Hallo? Ja, was wollt ihr? Plündern? Klatsch, wie man Paladin wird. Klatsch, Kreuzritter. Nö. Danke. Aber das Porträt kam mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das war auf Might and Magic 6. Ein Held. Warte mal. Ja, war es. Das ist definitiv ein Porträt aus Might and Magic 6. Sehr schön. Und auch sehr schön, dass es einfach nur NPCs gibt, mit denen man reden kann. So, was haben wir hier noch? Da ist noch ein weißer Punkt. Isaac. Ihr Abenteurertypen seid alle so ernst. Ihr müsst ab und zu auch mal Spaß haben. Passt auf, ich erzähle euch einen Witz. Muss das sein? Ich bin nicht so ein Witzmensch. Wie schneidet sich ein Dämon in Cheok die Haare? Mit der Brennschere. Ja. Oh, erzählt noch einen Witz? Wie geil. Es gibt wohl einen Random-Witz-Generator. Den reizen wir mal aus, mal gucken. Mein Bruder ist Imker. Eines Tages zeigt er mir eine Biene und sagt, das ist die unbeholfenste Biene aller Zeiten. Kein Wunder, sage ich. Ist ja auch eine Hummel. Weiter. Das kennen wir schon. Wie nennt man eine Fliege ohne Flügel? Eine Gehe. Was? Ihr wisst sicher, warum Elementare so gemein aussehen. Sie haben ein Herz aus Stein. Schöne Ablenkung. Aber wir sollten mal weiter die Welt retten und so. Oh. Yuhara ist vor ein paar Jahren aus 7 Städten hergekommen. Offenbar war sie früher ein Mitglied des Hauses Materia, wurde aber aus irgendeinem Grund darauf verwiesen. Wenn ihr auf der Suche nach einem Schutzzauber oder Talisman seid, solltet ihr sie aufsuchen. Vergesst nur nicht, mit ihr über den Preis zu feilschen. Okay. Also hier gibt es wohl Ringe und dergleichen. Was ist denn das? Okay. Yuhara. Hallo Yuhara. Das ist ganz schön bunt hier. Abenteurer. Ich liebe Abenteurer. Immer auf der Suche nach exotischen, beinahe authentischen Artefakten. Willkommen, ich bin Yuhara. Es gibt Klatsch, es gibt Identifikation. Also muss man Sachen wohl beim Händler identifizieren und kann es nicht mehr selber machen. Okay.
und Ausbildungsmöglichkeiten. Wir wollen aber die wahren mal ansehen.